Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute von der Firma Rezeg. Wir haben heute hier ein Peugeot 508. Ja, der Kunde klagte hier Probleme mit dem AdBlue-System. Der genaue Fehlercode heißt P20E8. Ist ein typischer, bekannter Fehler, wenn man so ein Fahrzeug fährt. Wie macht sich so ein Fehler bemerkbar? Letzten Endes ist die Motorkontrolllampe an und wie man hier oben links im Tacho sehen kann. Wir versuchen das Ganze mal ein bisschen ran zu zoomen. Um zu gucken, ob das dann besser erkennbar ist, steht dort oben Urea. Ja, die Lösung für das ganze Problem ist eigentlich vom Hersteller so gesehen, dass man einfach ein paar Liter AdBlue nachfüllt, dann sollte dieser Fehler weggehen. Gesagt, getan, immer noch das Problem vorhanden, sagte dann der Peugeot-Meister zum Kunden, dass man in dem Fall den Tank wechseln sollte. Kosten in dem Fall 1500 Euro. Kunde sieht das natürlich nicht ein, eine Menge Geld für solch einen Fehler. Ja. Der Kunde hat natürlich dann recherchiert, was man da machen kann, ist auf uns gestoßen und man wollte dann in dem Sinne dann das AdBlue-System deaktivieren. Das ist eine Möglichkeit, um das Problem natürlich auch zu umgehen. Ja, wir haben jetzt so gesehen das Motorsteuergerät ausgebaut. Wir zeigen euch auch, wo das Motorsteuergerät sich befindet. In dem Fall einfach das Motorsteuergerät einschicken oder mit dem Wagen direkt hier vorbeikommen. Wir deaktivieren dann das AdBlue-System und dann werden alle Fehler, die mit dem AdBlue-System zusammenhängen, vom Fehlerspeicher bzw. vom Motorsteuergerät deaktiviert und dementsprechend würde so eine Lampe nicht mehr blinken und solch ein Problemfall entstehen. Ja, liebe Freunde, wir sehen das jetzt hier. Wir haben im Fehlerspeicher keine Fehlercodes hinterlegt. Wenn wir jetzt das Diagnosegerät ein bisschen zur Seite schieben, dann sehen wir jetzt auch, dass die Motorkontrollleuchte aus ist und der Hinweis, der im Tacho, im Kombi-Instrument zu sehen war, dass in 700 Kilometer das Auto nicht mehr starten wird. Ja, hier gab es ebenfalls noch eine Zusatzleuchte, die auch an war, die ganze Zeit am Blinken war, die ist auch verschwunden. Bedeutet letzten Endes, wenn es da noch Probleme gibt bei euch, Probleme mit dem AdBlue-System, ja, dann kontaktiert uns ganz einfach. Das Problem werden wir euch dann in kürzester Zeit lösen. In dem Sinne wünschen wir euch auch hier von alles Gute von der Firma Rezeg. Wenn es Fragen gibt, kontaktiert uns ganz einfach unter der Telefonnummer 0163 637 5977 oder besucht uns auf unserer Internetpräsenz www.steuergerätrezeg.de und lässt euch dort ein unverbindliches Angebot geben für die Deaktivierung des AdBlue-Systems. In dem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.